Das ist ein Trauben. Auf pelzischen Trauben. Für mich steht er für unsere Region und auch für Geselligkeit, Miteinander und Zusammenhalt. Herzlich willkommen euch allen. Und vielen Dank, dass ihr mir heute die Möglichkeit gebt, um mich euch vorzustellen. Mein Name ist Katrin Flori und ich bin bereit. Bereit, die erste Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zu werden. Als langjährige Vorsitzende eines mitgliedsstarken Karnevalvereins und seit 2019 als Ortsbürgermeisterin in Klingenmünster weiß ich, wie man Leute zusammenbringt und sie für eine Sache begeistert und mitnimmt. Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern besteht aus 21 Gemeinden. Und nun möchte ich euch meine 21 Gründe und Themen nennen, warum ich mich um dieses Amt bewerbe. Das erste ist das Miteinander. Es ist der Trauben in seiner Ganzheit. Ich möchte eine aktive Bürgerbeteiligung. Ich möchte parteiübergreifend arbeiten, die Menschen im Blick haben und alle mitnehmen. Der zweite Punkt ist meine Familie. Ich bin 41 Jahre alt, Kinderkrankenschwester, Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Tagesmutter. Mit meiner Frau Bernadette zusammen haben wir unsere drei Jungs, Johann, Ben und Leo. Und meine Eltern, meine ganze Familie unterstützen mich und stehen hinter mir. Punkt 3. Punkt 3 ist die Verwaltung. In meinen Augen der Stil, der alles zusammenhält und versorgt. Wir haben in Bad Bergzabern eine leistungsstarke Verwaltung mit gutem Personal, mit dem ich in den letzten 3 Jahren schon viele gute Projekte auf den Weg gebracht habe. Ich möchte eine bürgernahe und offene Verwaltung und sehe eine Verwaltung als Dienstleistung für die Menschen. Die Digitalisierung möchte ich weiter ausbauen, mit dem Personal gemeinsam Prozesse optimieren und gegebenenfalls umstrukturieren. Offene Stellen müssen durch Personalgewinnung neu besetzt werden. Und ich möchte moderne Arbeitsplätze, bei der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund steht, zum Beispiel durch die Möglichkeit von Homeoffice. Ich bin durch die letzten Jahre gut vernetzt. Das Netzwerk stimmt. Bei den Trauben sehe ich den Rebstock, der die Trauben versorgt und die Vernetzung darstellt. Ich kenne viele Menschen, in denen ich aus den verschiedenen Bereichen bereits jetzt schon sehr gut zusammengearbeitet habe. Im Land, im Landkreis, andere Verbandsgemeinden, die verschiedenen Ortsgemeinden, deutsch-französische Nachbarschaft, was auch ein wichtiges Thema für unsere Verbandsgemeinde ist, die sozialen Einrichtungen, BürgerInnen, Vereine. Ich möchte unkomplizierte, kurze Wege in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit. Punkt 5. Es sind die einzelnen Bären. 20 Ortsgemeinden und eine Bäre für die Stadt Bad Bergzabern. Sie werden durch den Stil, also durch die Verwaltung, gehalten und versorgt. Ich möchte die Gemeinden proaktiv durch die Verwaltung unterstützen, gemeinsam Projekte erarbeiten, zusammenarbeiten, das Miteinander fördern und vor allem auch die Wertschätzung des Ehrenamtes als Ortsbürgermeisterin oder von den Gemeinderäten stärken. Punkt 6 sind die Schwimmbäder und Sportstätten, für die die Verbandsgemeinde zuständig ist. Es sind Freizeiteinrichtungen. Aber ich sehe es vielmehr noch als
Gesundheitsförderung, als sozialen Treffpunkt. Es ist die Heimat von vielen Vereinen, die dort Erfolge feiern und eine großartige Jugendarbeit leisten. Punkt 7 sind die Generationen. An einem Trauben sind unterschiedlich große Beeren. Wir haben die Senioren. Im Seniorenbeirat in der Verbandsgemeinde wird schon eine sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt verschiedene Wohnformen und durch viele ehrenamtliche Unterstützung unserer SeniorInnen. Für die Jugendlichen gibt es die Jugendpflege in der Verbandsgemeinde. Ich möchte die Jugendlichen mit einbeziehen in Entscheidungen, ihnen Verantwortung übergeben und auch die ehrenamtlichen Jugendteams in den Ortsgemeinden stärken und zusammenarbeiten. Die Kinder sind die kleinsten Bären an unserem Trauben. Sie sollen in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen können, gut leben, spielen und lernen können. Und sie sollen sich vor allem von den Erwachsenen ernst genommen fühlen. Punkt 8. Die Trauben stehen, so wie die Weinberge und der Wein in unserer Region, natürlich für den Tourismus. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und könnte mir keine bessere Region vorstellen, um mit meiner Familie zu leben und unsere Kinder aufwachsen zu sehen. Wir haben vieles zu bieten. Wandern, Mountainbiken, Weinstuben, Feste, Sehenswürdigkeiten. Es gibt jede Menge Zimmervermieter und natürlich ist unsere Gastfreundschaft etwas, das uns ausmacht. Ich möchte den Tourismus weiterentwickeln, Neues ausprobieren und auch hier digitalisieren. Ein Punkt, der vielen Sorgen macht, ist die ärztliche Versorgung auf dem Land. Ich möchte gemeinsam nach Lösungen suchen, neue Ideen entwickeln, den Gesamtüberblick behalten. Denn die Versorgung auf dem Land muss gesichert sein. Und hier möchte ich unterstützen und nach Lösungen suchen. Punkt 10 ist die Mobilität. Die Mobilitätswende für unsere ländliche Region muss auch verträglich gestaltet werden. Die E-Mobilität muss ausgebaut werden, aber dafür braucht es auch die Infrastruktur. Es müssen die E-Ladesäulen natürlich auch vorhanden sein. Und von der E-Mobilität mache ich den Übergang zu Punkt 11, dem Klimaschutz, Energie- und Wärmewende. Und wie im Weinberg muss alles zusammenarbeiten, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Wir müssen das gemeinsam gestalten, erneuerbare Energien ausbauen, gerade jetzt in dieser Zeit schauen, wo wir gemeinsam Einsparungen vornehmen können. In der Verbandsgemeindeverwaltung gibt es einen Klimaschutzmanager, der schon vieles erarbeitet hat und auf den Weg gebracht. In meinen Augen ist es auch wichtig, die Bürgerinformation und Beratung groß zu halten und auch hier Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Punkt 12, Grundschulen und Kitas. Der Hermann hat es schon erwähnt. Die Ortsgemeinde Klingenmünster ist in eigener Trägerschaft einer Grundschule. Hier konnte ich in den letzten 3 Jahren sehr gut miterleben, welche Probleme, Sorgen und Stärken eine Grundschule hat. Die Verbandsgemeinde ist in Trägerschaft von 4 Grundschulen und hier gilt es, den Ausbau der Betreuung zu unterstützen, das Ganze weiterzuentwickeln, die Digitalisierung weiterzuentwickeln und regelmäßig mit den Schulleitungen im Austausch sein, um zum Beispiel auch Synergien zu nutzen. Auch die Kitas möchte ich gemeinsam mit der Verwaltung unterstützen und den Gemeinden bei ihren Aufgaben helfen. Punkt 13 sind die Krisen. Als 2019 die Kommunalwahlen waren, hat niemand gedacht, was so alles auf uns zukommt. Corona,
Ahrtal, Ukraine. Und in der Zeit habe ich mit vielen vieles auf den Weg gebracht. Und hier kann ich sagen, Katrin kann Krise. Wir haben, ohne dass die Menschen sich gekannt haben im Ort, über kurze Kontakte, WhatsApp-Gruppen, tausende Masken genäht. Es wurde vor der Haustür abgelegt, zur nächsten weitergebracht. Wir haben alle MitbürgerInnen mit Masken versorgt, Krankenhäuser beliefert, die Polizei beliefert. Es war ein Zusammenhalt, der war enorm. Sieht man auch jetzt wieder in der Ukraine-Krise. Die Menschen werden im Ort betreut. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wo kurz abgesprochen wird. Es gibt ein Lebensmittellager, einen Deutschkurs. Alles das haben wir gemeinsam in den Krisen auf die Beine gestellt. Und ich möchte auch in der Verbandsgemeinde für die Menschen Verantwortung übernehmen und mich um sie kümmern. Punkt 14, ein ganz wichtiger Punkt, ist die Unterstützung. Seit mich der Gemeindeverbandsvorstand vorgeschlagen hat, haben sich viele bei mir gemeldet. Von der SPD, Freunde, Familie, Bekannte. Viele Menschen haben mir ihre Unterstützung zugesagt und dafür möchte ich mich herzlich bei allen jetzt schon bedanken. Vor allem auch bei dir, Hermann. Du hast mir auch die Unterstützung zugesagt und es gibt mir einen wirklich guten Rückhalt. Denn du bist der Profi seit 23 Jahren hier in der Verwaltung, hier in der Verbandsgemeinde. Du weißt, wo der Haas langläuft. Und das gibt mir Sicherheit. Herzlichen Dank. Applaus 15, Sicherheit. Ich möchte, dass sich die Leute sicher fühlen in der Verbandsgemeinde. Und hier ist ein großes Stück die Feuerwehr dafür zuständig. Wir haben 21 freiwillige Feuerwehren, rund 500 Feuerwehrmänner und Frauen, 11 Jugendfeuerwehren und einige Bambini-Wehren. Ich möchte, dass die Menschen, die dieses Amt, dieses Ehrenamt fühlen, wissen, wie wertvoll das ist. Natürlich muss die Feuerwehr top ausgestattet sein, das stelle ich außer Frage. Aber die Menschen müssen auch wissen, es lohnt sich und sie erfahren Wertschätzung. Was auch die Sicherheit ausmacht, ist natürlich Hochwasserschutz und Wasserversorgung. Aber das ist einfach, das muss gesichert sein, das stelle ich gar nicht in Frage. Punkt 16, ein Punkt, der sich durch mein ganzes Leben zieht, ist das Soziale. Das sind viele weitere Beeren am Trauben. Ich möchte mit allen im Austausch bleiben und unterstützen. Zum Beispiel das Haus der Familie und die Tafel, die ja auch finanziell von der Verbandsgemeinde unterstützt werden. Die vielen ehrenamtlichen Initiativen, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfen oder Miteinander, Füreinander Südpfalz. Sie alle kümmern sich um Obdachlose, Menschen, die soziale Unterstützung benötigen, Asylbewerber, Flüchtlinge. Wir müssen zusammenarbeiten, um den Menschen zu helfen und stetig im Austausch bleiben. Die 17 sind die Vereine und das Ehrenamt. Jede einzelne Beere ist wichtig. Das Herz unserer Region sind die Vereine und das Ehrenamt, was die Ukraine-Hilfe zum Beispiel aktuell wieder zeigt. Sie übernehmen wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft. Und ich möchte, dass die Vereine und Ehrenamtlichen durch die Verwaltung unterstützt werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Anträge zu stellen, Förderungen zu beantragen, um beraten zu werden oder einfach mal, um ein offenes Ohr zu haben. Punkt 18 ist die Digitalisierung. Es ist eine große Chance der Teilhabe für zum Beispiel Eltern mit Kindern oder auch SeniorInnen zur Teilnahme an Besprechungen durch Videokonferenzen. Genauso ermöglicht es neue Wege in der Kommunikation bei Abstimmungsgesprächen, die kurz in einer Videokonferenz getätigt werden können und anschließend kann jeder an seinem Arbeitsplatz wieder weitermachen.
Der Glasfaserausbau muss weiter umgesetzt sein. Und hierbei möchte ich die Ortsgemeinden, die Vereinen und die Institutionen bei der Digitalisierung unterstützen. Das waren jetzt viele Aufgaben. Darum kommt Punkt 19, die Finanzen. Viele Aufgaben stehen an und die Finanzierung muss natürlich gesichert und durchdacht sein. Ich stelle mir vor, dass wir einen mehrjährigen Investitionsplan erstellen und diesen priorisieren. Vor allem die Pflichtaufgaben müssen gesichert sein und die Freiwilligkeitsleistungen sinnvoll überlegt. Ich weiß, es wird gelingen, denn durch unsere hervorragende Finanzabteilung werden hierzu sehr gute Lösungen gefunden. Punkt 20, ein Thema, das ich seit Jahren lebe, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte mit den Menschen in Kontakt sein, ihre Bedürfnisse und Ideen wahrnehmen und umsetzen. Wir haben ein sehr gutes Amtsblatt, den Südpfalz-Kurier, der von vielen gelesen wird. Ich möchte auch das in die sozialen Netzwerke, Facebook und Instagram, einbringen, damit auch hier die Menschen informiert werden und sich mit einbezogen fühlen. Jetzt kommen wir zu Punkt 21. Der wichtigste Punkt, dass wir, der Trauben, entsteht nur durch ein Zusammenspiel von allem, was dazugehört. Damit etwas Großartiges und Gutes entstehen kann, braucht es viele. Die Menschen in Bad Bergzabern sind bodenständig und weltoffen. Wir sind traditionell und modern. Das Wir steht in vielen Bereichen im Vordergrund. Gemeinsam anpacken. Das waren meine 21 Themen und Gründe, mich für dieses Amt zu bewerben. Katrin Flori steht für das Wir. Im Verein, in den Ortsgemeinden und wenn ihr mir heute euer Vertrauen schenkt und die BürgerInnen am 16.10., dann in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Ich bin bereit und würde mich über eure Zustimmung sehr freuen. Vielen Dank. Applaus